Hallihallo, liebe Xperia Gaming Freunde. Ich bin's, euer Thomas. Mit dabei mal der Fabian und der Paddy. Guten Tag. Heute mal ein etwas ernsteres Thema, würde ich mal aktiv behaupten, für die passiven Spritzer unter euch, die es nicht mitbekommen haben. Wir haben jetzt so ein paar Probleme im Team gehabt, leider Gottes, welches dazu geführt hat, dass die Community von Xperia Gaming jetzt aufgelöst worden ist, kann man mal so gesagt haben. Genau. Wir haben dann dementsprechend auch noch gesagt, warum sollen wir für 3 Leute Server machen? Deswegen wird sich auch noch auf dem YouTube-Kanal einiges ändern und deswegen haben wir uns entschlossen, wir nehmen mal eben so ein kleines Video dafür auf, wa? Genau, einfach mal eine kleine Information für euch. Das ist halt momentan ziemlich schlecht ist. Das ist momentan einfach. Die Situation ist bescheiden. Die Situation ist momentan ziemlich bescheiden. Und man weiß nicht, auf wen man sich noch verlassen kann. Naja, man muss auch mal gucken. Nein, man weiß es schon. Aber nein, weiß man nicht. Irgendwo ist das so eine Sache. Aber man kann es jetzt mal grob so sagen. Also das Xperia Gaming Team an sich besteht jetzt ja, ne, wie eigentlich nur aus den Leuten, die mit dem YouTube-Kanal was zu tun haben. Sprich Fabi, Paddy und meine ganz große Wenigkeit. Der Rest, ne, den ihr alle kennt, so wie Felix und sowas, die haben sich entschlossen, beisammen zu bleiben. Und haben jetzt einen eigenen TS, bitte, wir haben auch keinen TS mehr, weil wir keinen Server mehr hosten möchten. Und machen jetzt was eigenes. Dafür haben wir aber etwas, ja, wo ihr alle auch mit reinjoinen könnt. Das ist ganz interessant. Das Programm nennt sich Discord. Das könnt ihr euch kostenlos downloaden. Das ist ähnlich wie TS oder Skype aufgebaut. Also es hat eigentlich von allem etwas. Also man kann es ja mal. Man hat auf jeden Fall auch die Möglichkeit, wieder Kanäle zu machen, in denen man so wie wir jetzt sind sprechen kann. Es gibt aber auch alleine, haben wir jetzt beispielsweise 2 Textkanäle. Einmal die, wo nur wir 4 beispielsweise, oder eher gesagt, momentan sind es nur wir 3 drinne schreiben. Aber dann haben wir auch noch einen offenen Channel, in den ihr dann joinen könnt. Ihr könnt mit uns allgemein sprechen in einem allgemeinen Channel. Und ja, auch allgemein mit uns in einem offenen Channel schreiben. Also, wenn ihr mit uns kommunizieren wollt, mit uns schreiben wollt, brauchen wir nicht mal WhatsApp, nicht mal dies, nicht mal TeamSpeak. Dieses Programm ist kostenlos. Ihr könnt euch da kostenlos anmelden, kostenlos registrieren, einloggen. Ihr bekommt in diesem Video dann gibt es einen Link, der feststehen bleibt? Nee, ne? Ja, das gibt's. Also ich kann ja mal, was du gesagt haben, um das mal ganz kurz zu verkürzen. Discord ist für TeamSpeak-Anhänger. Ich weiß, ihr wollt bei TeamSpeak bleiben, war ich auch. Nur ich habe jetzt, weil wir halt keinen TS-Server haben und nicht irgendwo uns einen Channel schnurren wollen, weil wir wirklich unter uns sein wollen, habe ich gesagt, der war auch in der Schule einer, ich war auch damals bei TS. Discord ist aber nice, habe ich gesagt, gut, guck's dir mal an, haben wir uns angeguckt und gesagt, für das, was wir jetzt auch so in Zukunft vorhaben, ist das auf jeden Fall nice. Man kann sich vorstellen, eine Mischung aus TS, Skype und WhatsApp, wenn man so will. Man kann da untereinander schreiben, Bilder tauschen, dann hast du nicht gesehen, wie bei WhatsApp, nur halt keine Sprachmemo. Nice! Kann dafür aber, egal ob mit Handy oder PC, ne, klar, man muss einen Account dafür haben, trotzdem schön in die Sprachkanäle mit rein und ein bisschen mitschnacken. Na, der Vorteil ist, ihr müsst uns nicht mal wirklich eine Anfrage schicken. Ich kann jetzt unter diesem Video oder auch mal einblenden, einfach einen Link, wenn ihr Discord installiert habt. Ich kann auch mal kurz zeigen, ich nehme ja gerade nebenbei Discord auf, klickt ihr hier einfach auf das Plus, tritt einem Server bei und gebt ihr die IP dort ein, die dort dann eingeblendet wird. Ne, ganz easy going, kriegt jeder hin, jeder kann da mit uns schreiben, wenn was ist. Ja, nur schreiben, Spam, nicht unbedingt. Ja, oder sprechen. Darum ja, Paddy. Du weißt, ja, der Samstag machst bei dir saufen, ne? Da reden wir gleich noch drüber. Ne, aber was wird sich ändern? Also ihr habt es schon, greif mal kurz vor, die anderen können gleich mal was labern. Ne, ihr wisst ja, Thomas sorgt immer für Veränderungen. Ich weiß, mehr oder weniger gut oder schlecht. Thomas macht alles kaputt. Ne, ich mach nicht alles kaputt, hallo? Ich bin damals sehr frisch dazugestoßen und hab da mal ein bisschen mit meinem Senf zugegeben, was ja dafür gesorgt hat, dass wir jetzt ja halt nicht nur LS
gemacht haben, sondern auch vieles mehr. Und ich denke mal, das wird jetzt auch wieder ändern. Ne, da wir, also zumindest bis jetzt erstmal nähere Zukunft, keine, ja, nicht wirklich Interesse haben, einen Server zu hosten, wird das jetzt so sein, dass wir, wie viele andere YouTuber es ja zum Beispiel auch machen, einfach auf andere Server gehen, dort schön drauf zocken werden. Ne, unabhängig davon, dass keine Ahnung was ist, Vorteil für uns. Müssen nicht wie haben so gut wie keine Kosten. Ne, da Discord ja auch unter anderem ja schön kostenlos ist. Ich weiß nicht, wollt ihr noch was Film sagen? kann Film sein. Nö. Ich wäre damit. Doch. Jetzt mal eine gute, erfreuliche Nachricht. Du bist nüchtern. Du bist schwanger. Schwanger! Nein. Vielen lieben Dank für über 1000 Abonnenten. Okay, das ist natürlich Das der sollte jetzt positive nicht zu Nebeneffekt. kurz geraten. Ja, dann machen wir jetzt so einen schönen Applaus-Effekt. Nee, aber was wir noch ganz kurz dazu gesagt haben, also, nur weil wir jetzt momentan zu dritt sind, weil der Rest vom Team, sag ich jetzt mal, der wie ja schon angekündigt Entlassen ist, ist. drüben ist. Ne, kann man trotzdem, wenn wir jetzt zum Beispiel demnächst irgendwelche Projekte aufnehmen, natürlich werden sich dadurch auch die Projekte ändern. Ne, und wenn man da sich daran beteiligen möchte, kann man sich ja zum Beispiel über Discord melden und auch wieder, wie es eigentlich gewohnt ist, über so eine Teilnehmerschaft mal plaudern, dass man dabei Aufnahmen und Außerdem, sowas fest mitmachen kann, ne? Oh, jetzt will Paddy was, Fabio was sagen. Oh. besteht auch immer noch die Möglichkeit, sich bei uns bewerben zu können. Das ist auch noch eine Möglichkeit. Man muss nicht immer nur persönlich erstmal gleich kommen. Man kann auch erstmal Kann schreiben man. und dann kann man auch persönlich kommen. Also so ist das nun auch nicht. Link dazu auf der Aber so wie Homepage. beispielsweise Teilnehmer bleibt, Team bleibt momentan außen vor. Weil wir einfach Ja. jetzt momentan ja diese komische Erfahrung gemacht haben mit den Löden. Mit den Lü. Und bevor das mit der Lü, bevor das so wiedergehauen deit, wie nu wat ändern. Ändern, Thomas, Plattdeutsch, ändern. Wir Eins mocken das davon. einfach anders. Anne ist morgen wieder. Richtig. Deswegen, Das ist wie gesagt, Link dazu das auf der kriegt Homepage auch. www.xperiagaming.de. Dort findet ihr oben einen Bewerbungslink. Ne, füllt das aus, schickt es ab und schon erhaltet ihr binnen kürzester Zeit eine E-Mail. Dazu sei gesagt, falls jetzt einer, der sich schon vorher beworben hat, das sieht und noch keine E-Mail oder sowas bekommen hat, wir werden alle Bewerbungen, die bis zum 20. eingegangen sind, löschen. Und wer danach eine reinkriegt, oder wenn mit die nächsten, die dann kommen, werden dementsprechend auch bearbeitet. Das heißt, wenn du schon mal eine Genau. abgeschickt hast, müsstest du das am besten dann nochmal machen. Naja, sofern es vor dem 20. ist, ne? Genau. Das wäre dann ja eigentlich. Oh, ich weiß nicht. Wollt ihr noch was sagen? Ich habe nichts mehr. Ich habe gedankt für die 1000 Abos. 1010 sind sogar schon fast, Paddy. Ja. Ja Ja. gut, ich werfe nochmal ganz kurz meinen Senf dazu. Und zwar, falls ihr Ideen habt, was man denn zocken könnte oder irgendwie euch ein Game wünscht, beispielsweise ETS, ATS oder Weiß der Geier. Ne, weil ETS, ATS bleibt bestehen, Spedition Kübrecht existiert weiterhin. Würde ich mal aktiv behaupten. Würde Auf ich auch jeden mal aktiv Fall. behaupten, Thomas. Aktiv. Dann haben Aktiv, da wird, wir ne, da haben wir dann ein schon mal was, was wir auf jeden Fall zocken können. Ne? Aber falls ihr auch noch Vorschläge habt, es gibt ja viele kostenlose Games, auf die man anzocken könnte. Sei es WoT, WoWs, also World of Warships oder sowas, ne? Kann man auch mal gucken. Ne, weil der Vorteil ist ja, jeder von euch könnte mitmachen. Ne? Deswegen pimmelt das mal raus, aktiv in die Kommentare. Habt ihr noch was? Richtig. Nein, ich habe soweit nichts mehr. Palle, möchtest du noch was sagen? Nein. Nein. Oh mein Gott, seid ihr schlecht. Nein, dann sag ich mal, haust rein, haust raus, bis zur nächsten Besichtigung. Ciao, ciao. Ciao, ciao.